Hier spricht DJ DSL aus Wien und es ist jetzt bitteschön 100.000.de. Stefan, du bist, wie man ganz klar hört, Wiener, lebst aber in Hamburg. Ja. Wie kamst du denn dazu? Das ist ganz banal, aus privaten Gründen, also die Liebe sozusagen. Wenn ich das richtig sehe, hast du in Hamburg noch eine weitere Liebe gefunden. Du bist auch Fußball interessiert. Die habe ich nicht in Hamburg gefunden. Fußball interessiert, weil ich schon seit ich kleines Kind bin. So. Aber du hast in Hamburg die Liebe zu einem bestimmten Verein gefunden, oder? Es gibt dieses Projekt Sound Supporter, glaube ich, heißt das. Das Ding ist eigentlich, also im Grunde genommen bin ich Austria-Wien-Supporter. So, das ist das, womit ich aufgewachsen bin, und das wäre ich auch wahrscheinlich nie mehr wieder in meinem ganzen Leben los. Aber jetzt wohne ich halt seit mittlerweile mehr als 8 Jahren in Hamburg und ich wohne in, sagen wir mal, wenn ich die Fenster aufmache und der Wind günstig steht, dann höre ich die Mannschaftsaufstellung vom Millerntor. Wobei, es stimmt nicht ganz, weil wenn ich in Hamburg bin und St. Pauli spielt, dann bin ich dort. So, aber meistens bin ich nicht dort, weil ich ja DJ bin und das sind die Großkampftage immer Wochenende und deswegen bin ich auch selten dort. Aber wenn es dann mal so einen Pokalknaller gibt oder so, dann am Mittwoch, dann bin ich natürlich dann bin ich vor Ort, keine Frage. Und jetzt ist auch noch zweite Liga, gibt manchmal auch Montagsspiele, ne? Ja, auch super, ja. Aber man hat natürlich, ich meine, das Ding ist, du hast überhaupt nicht den Funken einer Chance auf eine Dauerkarte. Habe ich auch nie gebraucht, weil macht ja keinen Sinn bei mir. Aber ich muss sagen, so St. Pauli, ich wohne da zwar neben dem Stadion quasi, aber das allein wäre noch kein Grund, irgendwie den Verein zu supporten, sondern ich finde den Verein halt auch wirklich in vielen Belangen wirklich sympathisch. So, ich kann mich zum Großteil damit schon identifizieren. Das ist eigentlich der Grund. Ja. Kommen wir auf deinen eigentlichen Broterwerb zu sprechen. In Wien heißt es immer, dass alle von dir als Großmeister am Pult sprechen und so weiter und so fort. Also du kriegst ja ganz schöne Vorschusslorbeeren, oder was heißt Vorschusslorbeeren? Du kriegst Lorbeeren, du wirst da sozusagen auch unter Kollegen immer sehr bewundert und so. Ist das was bei dir ankommt? Ist das was für dich wichtig ist? Oder sagst du, naja, ich nehme das mit, wichtig ist aber der Abend selbst mit den Menschen, die kommen, mich zu hören? Zunächst einmal, es ist so. Ja, und nachdem das so ist, nehme ich es auch irgendwie so als das, was es ist. Ich habe keinen, ich kann es nicht vergleichen. Ich weiß nicht, wie es anders wäre. Ich weiß nicht, ob es mir wichtig wäre, wenn es nicht so wäre, weil es war noch nie so. Und es liegt wahrscheinlich daran, dass ich halt einer der allerersten Hip-Hop-DJs in Österreich war und noch dazu das große Glück gehabt habe, dass eine Freundin von mir beim Radio gearbeitet hat. Und die hat dann so die erste Hip-Hop-Sendung initiiert und da war ich der DJ. Und dementsprechend habe ich da jede Woche aufgelegt und habe somit wirklich sehr, sehr viele Leute inspiriert. Also es gibt wirklich sehr viele Leute, die haben meterweise Tapes, Mitschnitte von meinen Sendungen zu Hause stehen und die sind heute DJs, schon zum Teil auch Leute, die mittlerweile was ganz anderes auflegen, so Elektro, Drum and Bass oder Techno oder so, aber die haben auch irgendwann mal angefangen mit diese Sendung zu hören. So. Und daher kommt, glaube ich, diese Begrifflichkeit, dass man sagt, ich bin so der Grandfather. Im Prinzip ist mir das alles wurscht. Fakt ist, ich mach's halt schon sehr lang und mach's immer noch und vor allem macht's mir immer noch Spaß, was mich selber erstaunt. Und es macht mir fast jetzt noch mehr Spaß als früher, weil früher war ich immer total aufgeregt, nervös und habe das gar nicht so genießen können. Mittlerweile bin ich ein bisschen erfahrener. Die ganze Aufregung ist nicht so groß und wenn es dann richtig cool ist, kann ich es mehr genießen, als ich es damals genießen konnte. So. Aber das Ding ist, ich glaube, ich werde mit 80 noch auflegen. Das ist die Frage, ob es dann noch irgendwen interessiert und ob mir irgendwer einlädt, so, aber auflegen werde ich sicher trotzdem noch. Vielleicht im kleinen Kreis. Ist das vielleicht einer der Gründe, dass du vor lauter Auflegen nicht dazu kommst, nochmal eine neue Platte zu machen?
Nein, das hat damit überhaupt nichts zu tun. Das hat damit zu tun, dass ich DJ bin und nicht Produzent. Ich bin Hobby-Producer, das mache ich so nebenbei. Aber mein eigentliches Ding ist das Auflegen. Das heißt, du hast jetzt keine konkreten Pläne, dann nochmal was? Ich habe den super konkreten Plan, ein neues Album zu machen. Und den Plan habe ich schon seit das letzte Album raus ist, und das war vor 4 Jahren. Aber wie gesagt, das ist nicht die Top-Priorität bei mir. Top-Priorität ist halt irgendwie so Auflegen, das ist mein Ding. Und dann gibt es nebenbei natürlich auch noch so familiäre Dinge, die das Leben ein bisschen verändert haben. Also ich bin Vater und so, und dann schaut die Welt ganz anders aus. Und da hat man dann immer so irgendwie so wochenlang Zeit, um irgendwas zu tun, sondern da gibt es einen strukturierten Lebenswandel, und da bleibt dann nicht mehr so viel übrig, um das umzusetzen, was man sich vornimmt. Vor allem, wenn man das Problem hat, wie ich, dass man so langsam ist im Produzieren. Aber wenn du dann nochmal was machst und so, dann hat man durchaus Chancen, auf deiner MySpace-Seite nochmal neue Sachen zu finden. Ist das Internet für dich so ein interessantes Thema, auch so im Sinne von, naja, Musik an andere Menschen weiterzugeben? Ja, wobei ich muss gestehen, so wirklich viel Gedanken mache ich mir drüber nicht. Ich denke mal, es ist sicher irgendwie interessant, aber nachdenken tue ich nicht drüber. Über dich gibt es ja irgendwie auch... Ich habe es zumindest geschafft, ein MySpace-Profil anzulegen. Das habe ich mir sogar angeguckt. Und da sieht man auch, dass die ganzen Flyer und so, und das ganze Artwork, das machst du auch selbst, ne? Ja, das ist ja mein Zweithobby. Also mein Ersthobby ist ja Produzieren. Und mein Zweithobby ist Flyer malen. Aber nicht nur Flyer, ich habe jetzt gerade irgendwie Plattencover gemacht und so. Und auch so einen WM-Planer, ne? Ja, ich mache auch zur EM wieder einen spitzenchefmäßigen Spielplan, wo man alles eintragen kann, was man sich überhaupt nur vorstellen kann. Und ja, das wird überhaupt das Allerärgste. Die EM in Österreich ist natürlich der Wahnsinn. Hast du schon Karten? Ich habe mich nicht beworben. Ich habe mich bei der WM beworben, habe sogar mir extra Knete geliehen von Kumpels, damit mein Konto genügend Deckung hat für den unwahrscheinlichen Fall, dass ich alles gewinne, was ich... Und dann habe ich natürlich gar nichts gewonnen und habe jetzt beschlossen, bei der EM gibt es noch viel weniger Karten, da bewerbe ich mich erst gar nicht. Und wenn es irgendwie eine Möglichkeit gibt, dass man da ein Ticket ergattert, dann ist das Schicksal da und dann mache ich das. Aber wenn nicht, dann kann ich damit auch gut leben, weil ich habe die WM... Da muss ich übrigens noch was dazu sagen, die WM, ich bin jetzt seit 8 Jahren in Deutschland und die 4 Wochen WM waren die besten 4 Wochen, die ich überhaupt in dem Land verbracht habe. Also es war so chefmäßig. Du gehst aus der Wohnung raus und alle waren total super drauf. Also natürlich das WM-Wetter und so, ja, keine Frage. Und die Mannschaft hat gut gespielt und ich war ja, das darf ich ja in Wien überhaupt nicht verraten, aber... Ich war ja am Schluss auch wirklich für die Deutschen. So. Das kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Oder in Österreich. Nee, oder so. Nein, aber es war richtig cool. So. Nein, es war richtig cool. Und ich war auch 3-mal bei dem Fanfest in Hamburg am Heiligen Geistfeld. Das war auch super. Also ich kann da überhaupt nicht einmal eine schlechte Silbe verlieren über die ganze Angelegenheit. Und wenn es nur ein Achtel so toll wird wie bei der WM, also wenn die EM nur ein Achtel so toll wird wie die WM, dann ist es schon super. Du weißt schon, dass wenn wir Deutschen uns für die EM qualifizieren und gegen den Co-Gastgeber Österreich antreten, dann gibt es die Rache für Cordoba, ne? Die Rache für Cordoba, die kann es gar nicht geben, weil... Viel schwerer eigentlich als Cordoba wiegt die Schande von Gijón. Die muss man jetzt mal ausbügeln mit einem zünftigen 4:4 oder so. Was aber leider wahrscheinlich nicht der Fall sein wird. Also wenn wir euch in unsere Gruppe kriegen, dann wird es wahrscheinlich kein 4:4 geben, sondern... Ja, aber gut, da spreche ich jetzt nicht weiter. Ich will da, ja. Obwohl, man weiß nie, keine Ahnung. Schaut alles nicht so gut aus für unsere Mannschaft momentan, aber
Ich bin ja kein Prophet, dass ich in die Zukunft schauen kann. Deine Platte ist ja bei G-Stone erschienen. Hast du irgendwie besondere Kontakte zu diesem Label oder auch zu den Leuten, die da veröffentlicht hast? Was weiß ich, Krulam Dorfmeister wird da ja immer als erstes genannt. Das sind ja auch die Chefs, ne? Das sind ja meine Plattenbosse. Also ich habe insofern eine besondere Beziehung als der Peter Kruder, ein uralt Kumpel aus ganz entfernten Jugendzeiten noch ist. Und wir waren ja auch gemeinsam in einer Band und bla bla bla, den kenne ich halt schon ewig. Den Richard kenne ich mittlerweile auch, aber den kenne ich nicht so lang wie den Peter. Und ich kann nur sagen, ist alles super. G-Stone ist super. Bin voll dafür. Du bist auch noch regelmäßig in Wien, ne? Heißt es? Nein, regelmäßig nicht, aber oft. Okay, oft. Ja. Sag mal, wenn so Touristen wie wir nach Wien kommen, mal abends richtig schön in den Club gehen wollen, was empfiehlst du? Dann empfehle ich, mich vorher anzurufen und dann kann ich irgendwie je nach Lage der Dinge irgendwie Expertentipps geben. In Ordnung. Obwohl ich ja auch nicht mehr der Chefexperte bin, weil ich ja seit 8 Jahren weg bin. Bin zwar ab und zu da, lege auch überall auf, so, aber man ist dann doch nicht mehr so tief drinnen, dass man jetzt da die Ultra-Geheimtipps immer auf Anhieb weiß. Aber im Prinzip, was soll ich jetzt sagen, du willst jetzt von mir in so einen allround-tauglichen, genau, Tipp hören. Ne? Also das Flex kann man immer empfehlen. Und Fluck ist auch super. Fluck ist da beim Riesenrad, beim Praterstern. Und ganz wichtig, also wenn man zum Würstelstand will, Käsekreiner essen, so, ne? Was ja echt wichtig ist. Dann empfehle ich ganz dringend das Opernstadl am Karlsplatz. Da gehe ich immer hin. Also egal, wo ich auflege, ich fahre dann immer zum Opernstadl und esse dort meine Käsekreiner um 7 in der Früh, weil dort steht nämlich der Stefan, mein Namensvetter, und verkauft die total leibenden, die echt urleibenden, super leckeren Käsekreiner. Und man kann auch extrem super Schmäh führen. Also totale Chefempfehlung, Würstelstand. Man kann prinzipiell zu jedem Würstelstand gehen, ist immer cool. Aber Opernstadl ist besonders cool. Hat nochmal einen Stern mehr. Zum guten Schluss möchte ich gerne was aufklären. Also über dich kursieren ja auch Legenden oder irgendwelche so Anekdoten oder sowas. Und da weiß man ja auch nie, ob die wirklich so sich zugetragen haben. Also unter anderem habe ich mal irgendwo gelesen, dass du einen Abend mit, keine Ahnung, 3 oder 4 Platten bestritten hast, angeblich, ja, und die hast du so ineinander gemixt, dass es irgendwie trotzdem den ganzen Abend funktioniert hat. Ist da was dran? Ja, das kann ich insofern aufklären, weil es gab in Wien so elektronisches, also Elektronikmusikfestival, Phonotaktik hieß es. Vielleicht gibt es auch noch, keine Ahnung. Und da waren eigentlich hauptsächlich so Laptop und Knöpfedreher und wup, 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 wup. Also so, weißt du, was ich meine? Ja. Und unter anderem war halt in einer Location war auch ich eingeladen, da irgendwas zu machen, und die wollten halt aber auch, dass ich irgendwie jetzt nicht ganz normal auflege, und dann habe ich mir gedacht, was mache ich da? Und ich habe dann einfach, es gibt von DJ Swamp, so DJ von der Westküste USA, der hat Platten gemacht. Also von dem habe ich ein Doppelalbum, und auf jeder Platte sind auf jeder Seite 50 Endlosrillen mit Beats. Also Loops, die endlos laufen. So, und ich habe jetzt Folgendes gemacht: Ich habe einfach diese Platte in doppelter Ausführung mitgenommen, sprich 2 Doppelalben sind 4 Scheiben, und habe halt irgendwie 3 Stunden lang nur die Endlosrillen, die ja alle das gleiche Tempo haben, sind halt nur andere Beats, und du kannst ja im Prinzip da auch die eine Endlosrille auflegen, dann gehst du aufs Klo, gehst noch an die Bar, holst dann noch irgendwas zum Trinken, dann kommst du wieder und spielst den nächsten Beat. Also es ist keine große Action eigentlich, aber scheinbar war das sehr beeindruckend für einige Leute.
Ich habe es aber persönlich auch lustig gefunden, muss ich sagen. Ne? Ja. Ja, es war ganz cool. Wo bist du? Und es war auch interessant, weil die Leute wirklich teilweise abgegangen sind. So. Es war richtig Party. Obwohl immer das gleiche Tempo, aber halt immer andere Beats. So. Wo bist du in nächster Zeit noch so unterwegs? Also es kommt auf die Auslosung drauf an. Ne? Wenn, falls es mit dem Teufel zugehen sollte und St. Pauli auswärts spielt im Pokal, im DFB-Pokal, dann gibt es am 4. August im Clubheim, im St. Pauli Clubheim, die definitiv letzten Abend vor dem Clubheim-Abriss, weil es muss abgerissen werden, weil nämlich das Stadion umgebaut wird und bla bla bla. So. Und dann machen wir so einen letzten Sound-Supporter-Abend im Clubheim. Wir machen das eigentlich so quasi regelmäßig alle 6 bis 8 Wochen. Und es ist immer super. Falls sie aber, wie höchstwahrscheinlich der Fall sein wird, ein Heimspiel haben, dann wird das Clubheim ohne uns abgerissen. Was auch okay ist.